Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Epsdorfer Heide. Gestern haben wir die erste Ladung von der Wiese 25, glaube ich, abgeladen. Ist es 25? I'm not sure. Yes, 25. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir von den anderen Wiesen noch runterbekommen. Beziehungsweise, was da überhaupt so los ist. Wir haben hier noch einen Radlader rumstehen, das ist auch richtig so. Der Kollege ist hier fleißig am Mähen. Der hat halt auch so ein bisschen mehr zu tun jetzt gerade mit den kleinen Felderchen. Der ist am Schwan, macht schon den äußeren Kreis, das ist auch sehr nice. Und mich würde das mal interessieren, wie viel da noch auf dem Dings liegt. Auf der Wiese liegt. Und dann wollen wir mal hinschauen. Ich habe letztens gesehen, wo ich mich jetzt hier gerade teleportiert habe, dass der Guden, ich weiß gar nicht, mit wem er das zusammen gemacht hat, auf jeden Fall hat der ein Mod installiert, dass er sich nicht mehr teleportieren kann. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist irgendwie cool, dass man sich nicht mehr hin und her teleportieren kann und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ein sehr, sehr nicer Mod. Da muss ich mal gucken, ob ich den auch mir installiere. Vielleicht für irgendetwas, wo es halt relevant ist. Dann braucht man natürlich auch immer ein Auto, mit dem man hin und her fahren kann. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Idee sehr, sehr cool. So, was machen wir jetzt? Das steht alles rum. Was haben wir denn noch an Wiesen, die in irgendeiner Art und Weise gemäht werden könnten? Pass mal auf, was ist das hier hinten? Das ist doch die 15 hier, ne? Ganz großes Stück. Hier ist bestimmt ein Wald dazwischen, ne? Wo ist denn die ganz? Die müsste da hinten sein. Boah, jetzt hat es aber hier ganz kurz einen Leck gegeben. Aber pass mal auf, da komme ich ja schneller hin, wenn ich hier hingehe. So, was ist dazwischen, dass ich die andere Hälfte der 15 eigentlich habe so liegen lassen? Die ist ja auch nicht gerade klein, ne? Also die andere Hälfte von der 15. Ja, das ist eigentlich gar nicht so klein. Was ist das hier zwischen? Ist das alles... Das gibt auch von Black Sheep Modding, gibt es einen Mod, mit dem man, ich glaube, sowas hier entfernen kann. Aber auch den Wald insgesamt oder auch Büsche entfernen kann, ohne jetzt großartig in die Map einzugreifen. Die haben da, glaube ich, auch irgendwie so ein Cleaning-Mod entwickelt. Damit kann man das alles entfernen. Das wäre natürlich für so eine Wiese hier auch sehr praktisch, ne? Dann könnte man das mal ganz kurz alles wegnehmen und dann hätte man hier eine deutlich größere Wiese, die ich dann ja auch deutlich besser bearbeiten kann. Sollen wir das mal auseinandersägen? Obwohl, wenn ich das jetzt auseinandersäge, wenn ich jetzt damit anfange, auseinanderzusägen, das wird wieder Jahre dauern, ne? Bis ich damit fertig bin. Pass mal auf, wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach mal. Was ist das denn? Oh, guck mal, hier fällt schon der erste Baum. Ohne, dass ich irgendwie großartig was gemacht habe. Ist ja witzig, ne? Da ist so ein riesiger... Und dann ist das hier nur so ein Ast. Hä? Komisch. Deswegen hatte ich auch schon eine Stumpenpräse. Weil ich ja auf dem Feld... Auf der Wiese 1, ne, habe ich auch schon mal Bäume umgehauen. Hier wäre halt eigentlich nur dieser eine Stein im Weg, glaube ich, und ein Busch vielleicht. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht in irgendeiner Art und Weise komplett entfernt bekommen. Schlecht wäre es natürlich, wenn ich jetzt hier irgendwie gleich ein Problem habe mit irgendeinem Stumpen oder so, der denn stehen bleibt. Das hatte ich ja, das war ja mein Problem auf der Wiese 1. Da musste Juli dann ja nochmal ran und das ein bisschen nachjustieren. Was ist das hier? Das ist halt alles so ein bisschen komisch, ne, wie das hier aussieht. Die Bäume sind halt unheimlich tief eingesetzt, glaube ich. So, das waren tatsächlich zwei, die ich hier durchgeschnitten habe. Okay. Da ist auch ein bisschen noch Gestrüpp dran. Wo ist hier jetzt das Gestrüpp? Einmal das Gestrüpp weg, bitte. Man könnte sich ja natürlich auch so ein... Ah, ich glaube, das funktioniert auch nicht so hundertprozentig, ne? Es gibt ja solche Mod-Anhänger, die man eigentlich nur daneben stellt und dann springen die ganzen Äste und Bäume selber drauf. Da gibt es ja auch einen Haufen Möglichkeiten. Na, guck mal, das hier kriege ich schon mal weggeworfen. Oder weggetragen. Das ist noch zu schwer, das Objekt. Das ist auch zu schwer, das Objekt. Okay, den hatte ich noch nicht klein gemacht. Ich glaube, ich hole mir gleich mal einen kleinen Anhänger. Wir haben ja irgendwo noch den ganz kleinen Anhänger. Da kann ich das schon mal da drauflegen. Was ist das hier jetzt? Gehört das irgendwo zu?
Oder ist es einfach nur ein Busch? Oder ist es hier... Ah, das war hier vorne dran, okay. Das ist halt echt immer schwer zu sehen, ne? Wo was dazugehört und wo nicht. Kann ich das hier tragen? Oh, guck mal, das kann ich auch tragen. Zack. Dann hätten wir da nämlich schon die... Dann hätten wir schon so ein bisschen den Baumbestand auf dieser Wiese auf jeden Fall dezimiert. Guck mal, ah, guck mal, hier hängt auch sehr, sehr viel dran. Gut, dass ich das mal hochgehoben habe. Einmal abgemacht, genau. Und da ist der Kollege. So, pass mal auf, der MF ist fertig. Das bietet sich ja gerade an. Dann können wir den ja mal... Können wir den ja mal ganz kurz... Die Strecke hatte ich eingespeichert, ne? Wir müssen mal ganz kurz gucken. 14 Schwaden, alles klar, passt. Hat er Gott sei Dank eingespeichert. Hat er gemacht. So, dann fahren wir einmal kurz rüber zu der anderen Wiese. Dort kann ich den Schwader mal abstellen. Und dann holen wir uns einen kleinen Anhänger für unsere Holzbaustelle. Da sozusagen, die ich jetzt gerade geöffnet habe. Und dann kann ich da immer mal wieder ein bisschen mit, ja, mit dem Holz rumspielen, das abbauen und, oder absägen und dann gleich aufladen. Und dann irgendwann, wenn der dann voll ist, der Anhänger, dann, oh, der S7 ist auch gleich fertig, gerade fertig. Ja gut, dann müssen wir nicht den, dann können wir den Schwader gleich in Einsatz bringen. Und können dann gleich anfangen zu schwaren, sozusagen. Ja, auch gut. Das ist auch gut. Was haben wir denn hier? 17 ist das, ne? Die 17. Und da brauchen wir mal den Kurs. Und da wollen wir das auch wieder so machen, wie jetzt gerade eben. Dass wir ihn bei der aktuellen Startposition draufsetzen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Jetzt müssen wir hier auch einmal komplett rumfahren, ne? Ist aber auch blöd gemacht, wenn man jetzt von der anderen Seite kommt. Um da ranzufahren, ne? Hier ist überall Zaun drin, ne? Ja, ich glaube ja. Da müsste man eigentlich... Ja, wir fahren mal hier drüben auf die Wiese. Fahren hier eine kleine Kampfkurve sozusagen. Und können dann hier direkt rein. Sehr schön. Dann lasse ich ihn hier mal im Weg generieren. Entschuldigung. Und das ist dann Wiese 17. Schwaden. Schwaden. Wo fangen wir denn an? Wir fangen da vorne an. Alles klar. Da vorne ist irgendwo. Wo ist denn das da vorne? Da vorne ist da vorne. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ach, da wo der... Ja, okay. Da wo jetzt der S7 gerade steht, ist unser Start. Das heißt, wir müssen den S7 erstmal beiseite räumen. Und dann können wir hier weitermachen. Den einmal entlassen. Das raus. Dann fahren wir einmal ganz kurz hier eine kleine Kurve. Und können dann da gleich weitermachen. Die Frage ist, soll ich jetzt mit dem Deutz noch irgendwas anderes? Ne, eigentlich nicht, ne? Eigentlich könnten wir uns den Deutz auch schnappen und das, was wir jetzt noch so an Gras rumliegen haben, direkt einsammeln. Wo ist jetzt der Start? Da vorne ist der Start. Genau, dann stellen wir den mal ein. Viel Spaß dabei. Du bist hier unterwegs. Oh, du bist sogar schon nochmal wieder voll geworden. Dann holen wir uns jetzt... Ah, der große Ladewagen steht hier hinten. Okay, das macht aber nichts. Dann fahren wir einmal kurz nach Hause. Werden das ganze Mähwerk und so weiter abbauen und auch mal reinigen. Und dann fahren wir rüber zur BGA und holen den großen Ladewagen. Und dann werde ich in der nächsten Folge vielleicht den Anhänger noch rüberbringen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir da mal gucken, dass wir dahingehend was machen. Ich will nämlich mal selber wieder ein bisschen aufladen. Und gerade mit einem großen Ladewagen. Wir haben den großen Ladewagen ja, dann können wir den auch mal ein bisschen benutzen. Und damit ein bisschen was einsammeln. Gut, wir haben ihn geliehen, ne? Das ist ganz klar. Aber den haben wir, glaube ich, geliehen aus irgendeinem Grund, ne? Ich glaube, damit wir halt nicht so häufig zwischen... Einfach nur, weil wir es konnten, glaube ich, ne? Einfach nur, weil wir Bock drauf hatten. Und dann haben wir eigentlich auch erstmal wieder genug... genug rumgemäht. Ich muss mal gucken, wie weit jetzt die Felder sind eigentlich. Ob die mal so langsam sind, dass wir da drauf ernten können. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Bis die soweit sind. Ja, wir werden jetzt erstmal... Wir bringen jetzt erstmal das ganze Mähwerk wieder nach Hause. Weil diese großen Felder sind jetzt ja auch noch nicht so weit, dass wir da drauf wieder mähen können. Das heißt, wir müssen jetzt uns eh erst noch weiter um die vorhandenen Baustellen kümmern. Und dann gucken wir weiter. Und gegebenenfalls kann ich dann ja immer noch den blauen Traktor, den T5, den kann ich dann ja mit einem kleinen Anhänger ausrüsten, wenn er fertig ist, hinten bei der Wiese beim...
bei, ne, beim Händler und dann kann ich den ja mit dem kleinen Anhänger drüben bei der Wiese 15 hinstellen, dass ich dort dann mein Holz aufladen kann. Genau so kann man das dann auch machen. Einmal hier rein. Und wenn wir das ganze Ding da weggerissen haben, muss ich echt mal gucken, ob ich den Mod da finde von Black Sheep Modding. Und dann halt dementsprechend so ein bisschen das Buschgezeug und so weiter wegnehmen kann. Was da vielleicht noch hängt. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und dann können wir die Wiese deutlich größer machen, ne? Die 15. So, einmal den hier abgestellt. Dann haben wir... da ist der Kollege. Der wartet nämlich darauf, dass er entladen kann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da noch so viel auf der Wiese ist, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass er... Weil da waren jetzt ja eigentlich nur noch... falsche Richtung. Immer die falsche Richtung anfangen, ne? Am Anfang. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der jetzt schon eigentlich locker voll ist. Locker flockig. Aber okay. Achso, und ich hatte den Deutz gehabt, den großen Anhänger, damit ich mit dem Deutz mal hier ganz hochfahren kann, ne? Damit er halt mal richtig Gas geben kann und das Zeug hier hochbringt. Aber das war jetzt auch gut, ne? Die Rampe ist ja gut hochgekommen. Sehr schön. Da oben fehlt jetzt noch ein bisschen was. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Das kriegen wir auch noch aufgefüllt. Wahrscheinlich der mit dem Deutz, wenn der da hochkommt. So, einmal wieder einstellen und tschüss. So, wo ist der Deutz? Da war ich jetzt gerade schon, bin ich dran vorbeigejumpt. Einmal Hochdruckreiniger. Achso, ich habe noch gar kein episches Bild für diese Folge gemacht, ne, glaube ich. Das können wir da mal machen. Deutz hatten wir letzte Folge schon, ne? Den hatten wir auch schon. Hier, guck mal, wir nehmen heute den MF, der ganz böse am Schwaden ist. Wir machen das mal weg und zack, sehr schön. So, nochmal wieder in den Deutz rein. Na, beziehungsweise, wir gehen über den kleinen Telelader. Und dann schicke ich den hier gleich zurück rüber zur BGA. Und dann können wir in der nächsten Folge alles anhängen und mit ihm dann kurz die restlichen Wiesen, die da sind, noch ab einsammeln. Jo. Und dann geht das tatsächlich dran, glaube ich, dass wir uns langsam mit Holz beschäftigen. Nochmal wieder neu mit Holz beschäftigen. Denn aber wirklich in dem Sinne mit Scorpion King und richtig Gas geben, ne? Also das eine Feldchen, was ich da habe, das will ich komplett. Das will ich schon komplett abreißen. Ihr wisst, welche Wiese ich meine, welchen Bereich ich meine, ne? Da bei der Wiese 12, 21, bei der Wiese 21, da das Waldstückchen, das soll dann komplett eingesammelt werden, definitiv. Das will ich komplett auf die Seite legen und alles mitnehmen. Oh, falsche Seite. Zack. Hinten erstmal. Und uns einmal wieder rausgefahren hier. Ich glaube, ich muss auch noch Gewicht mitnehmen, ne? Das grüne Gewicht da vorne. Ja, das grüne Gewicht ist hier für den Deutz. Das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Ich habe da auch noch eine Presse, ne? Eigentlich kann ich auch noch mal ein bisschen was pressen, wenn ich darauf Lust hätte. Das wäre natürlich auch wieder... Ja, das wäre halt viel Arbeit und Geld, ne? Aber nee, ich sammle das lieber ein, was wir da noch haben. Für das Gesamte. Für die Gesamtheit. Und dann müssen wir echt gucken, dass wir wieder Mais bekommen oder so. So, Entschuldigung. Ach ja, ich hoffe, dass es echt super schnell vorbei rumgeht mit der Erkältung. Aber ich glaube, es wird so von Tag zu Tag immer ein ganz klein wenig schlimmer. Und dann dauert es ein bisschen, bis es wieder besser wird. Wir wollen vom Hof zur BGA, ne? Hof zur BGA, da ist die Strecke. Die geht da vorne los. Ja, fang am ersten an, ist mir egal. Ja, guck mal, das Feld hier könnten wir schon zu einer Hälfte abernten, ne? Aber es braucht halt noch... Oder das hier ist schon fertig. Die Seite braucht nochmal einen Wachstumsschub, bis die durch ist. Und hier drüben das Feld, das braucht halt auch noch ein bisschen... Das braucht noch zwei Wachstumsstufen, bis das durch ist, glaube ich. Ja, auf jeden Fall muss hier auch nochmal gedüngt werden bei der nächsten Wachstumsstufe.
Damit wir das dann alles schier haben. So sieht das aus. Und die ganzen anderen brauchen ja auch noch, ne? Da oben, das Kleine ist ja gerade erst angesät. Naja, das dauert alles noch ein bisschen. Guti. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns dann morgen in einer weiteren Folge wieder. Bis dann. Tschüss.